Hi, ich bin Marlene und wir quatschen heute ein bisschen über Nischenparfum. Natürlich stellt sich erstmal die Frage, was ist Nischenparfum und wie hebt sich Nischenparfum von für Massen gemachte Parfums ab? Und zwar könnt ihr euch das so vorstellen, ein Nischenparfum ist ein Gesamtkunstwerk. Nischenparfum erlebt man mit allen Sinnen. Man riecht es nicht nur, sondern man sieht den Flakon, man kennt die Geschichte, es spielt sich in Filmen im Kopf ab. Also es sind ganz, ganz viele Emotionen und Gefühle dabei. Nischenparfum ist auch nicht darauf abgezielt, der Masse zu gefallen, sondern es geht auch so ein bisschen dabei, darum, so seinen eigenen Duft zu finden. Wie der eine oder andere weiß, es gibt Kopfnoten, Herznoten und Grundnoten. Die Kopfnoten, die riecht man zuerst, dann kommt die Herznote, wie der Name auch schon sagt, der Herz des Duftes. Und dann kommen noch oft weiche Grundnoten, die den Duft nochmal so ein bisschen abrunden. Und bei Nischenparfum haben wir immer sehr hochwertige Inhaltsstoffe. Deswegen findet ihr oft Nischenparfum als Eau de Parfums, wenn nicht sogar als Extrait de Parfums. In dem Sinne, bis bald, eure Marlene.